Der Klimawandel gibt Dinge frei, die zum Teil seit Jahrtausenden im ewigen Eis und Permafrostböden verborgen waren. Viele Funde erweitern unser Wissen über prähistorische Tiere und Pflanzen. Das Eis konserviert einen Augenblick und ermöglicht es uns, einen direkten Blick in die Vergangenheit zu tun. Zum Teil sind es dramatische Szenen, die sich zeigen. Und auch werden manchmal Dinge oder Lebewesen gefunden, die uns ein Rätsel aufgeben oder die wir lieber nicht ans Licht gebracht hätten. Lasst uns loslegen! Prähistorischer Welpe gibt Rätsel auf. So zum Beispiel in Sibirien in Russland, wo Forscher die ausgesprochen gut erhaltenen Überreste eines Welpen im auftauenden Boden fanden. Der Welpe starb vor etwa 18.000 Jahren. Woran er starb, konnten die Wissenschaftler aber nicht endgültig klären. Fest steht nur, dass er noch die Milchzähne besaß und etwa 2 Monate alt wurde. Neben dem Zustand des Welpen faszinierte die Paläobiologen aber in erster Linie die Frage, was für ein Tier sie vor sich hatten. Aus einer Rippe konnten DNA-Proben gewonnen werden, die zeigten, dass sie es weder mit einem Hund noch mit einem Wolf zu tun hatten. Dogor, wie die Tiermumie getauft wurde, könnte ein altes Rätsel um die Herkunft beider Arten lösen. Bisher war es umstritten, wann und wie sich Wölfe von Hunden trennten. Mit Dogor könnten die Forscher den gemeinsamen Vorfahren beider Gattungen gefunden haben. Das Wollnashornbaby. In Jakutien in Sibirien fanden Einheimische in dem auftauenden Permafrostboden die Überreste eines Wollnashorns, das in der letzten Eiszeit die lebensfeindliche Eiswüste bewohnte. Das Nashorn lebte in der Zeit von 50.000 bis 20.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung in der Eissteppe. Der Kadaver ist derart gut erhalten, dass ein Großteil der inneren Organe noch intakt ist. Die Überreste werden nun in der nächsten Sommerpassage zur weiteren Untersuchung in ein Labor gebracht. Das Tier war etwa 3 Jahre alt, als es wahrscheinlich im arktischen Sommer in einen Sumpf ertrank. Das Horn weist Schrammen auf, die darauf hindeuteten, dass es dem Tier zur Nahrungssuche diente. Zusammen mit den enthaltenen Organen wird es nun möglich sein, die Lebensweise dieser Eiszeittiere detailliert zu konstruieren. Der Erhaltungszustand und die äußerst seltenen Hornreste werden viele bisher offene Fragen beantworten, bestätigte der russische Paläontologe Valerij Plontikow, der das Tier bisher untersuchen konnte. Jugendlicher findet Mammut. In Nordsibirien unternahm ein 11-jähriger Junge einen Ausflug am nahegelegenen Fluss, als er durch einen durchdringenden, fauligen Geruch auf etwas aufmerksam wurde, das wenige Zentimeter aus dem Boden ragte. Als er näher kam, konnte er junge Hufe erkennen. Sie gehörten allerdings nicht zu einem Elch oder ähnlichem, sondern zu einem mumifizierten Mammut, das an dieser Stelle Zehntausende von Jahren gelegen hatte. Das Tauen des Permafrostbodens hatte den Kadaver freigelegt und er hatte begonnen zu verwesen. Die russischen Wissenschaftler, welche das Tier untersuchten, kamen zu dem Schluss, dass es sich um ein 16 Jahre altes Mammut handelte, das sie auf den Namen Jenja tauften. Wahrscheinlich wurde das außergewöhnlich kleine Mammut im arktischen Sommer von einem Steinzeitjäger erlegt. Ein Auge, ein Ohr und die Stoßzähne überdauerten die Jahrzehnte nahezu unversehrt. Der Kampf der Elche. Als Brett Webster, ein Lehrer für Naturwissenschaften, einen Ausflug in die entlegenen Weiten Alaskas in der Nähe seiner Heimatstadt Unakaleet unternahm, stieß er auf eine unerwartete Szene. Es ragten aus dem Eis 2 Elchgeweihe, die ineinander verkeilt waren. Als sich der Lehrer näherte, entdeckte er 2 riesige Elchbullen, die offensichtlich um den Kampf in Leben und Tod verwickelt waren. Bei dem Kampf wurde einer der Bullen schwer verletzt und ging zu Boden. Weil sich ihre Geweihe aber ineinander verhakt hatten, konnte sich der Sieger nicht aus der Situation befreien. Beide Tiere brachen im Eis des Sees ein und ertranken aneinander gekettet. Der Winter in Alaska hielt diese dramatische Szene fest. Der Naturkundelehrer befreite mit einem herbeigerufenen Freund die Tiere aus dem Eis und nahm die Geweihe als Trophäen mit nach Hause. Die Körper der Elche ließen die Männer auf dem Eis zurück. Das verlorene Flugzeuggeschwader. Am 15. Juli 1942 flog ein Geschwader der US Air Force auf der sogenannten Schneeballroute über Grönland in Richtung Großbritannien, als die Flugzeuge in einen Blizzard gerieten. Das Geschwader bestand aus 2 Bombern des Typs B-17 und 6 Begleitjägern des Typs P-38. Sie waren Teil der Invasionsarmee der Alliierten für die Landung in der Normandie gegen Nazi-Deutschland. Auf der Geheimroute wurde Material und Waffen transportiert. Der Sturm zwang die Militärfahrzeuge zu einer Notlandung auf einem Gletscher. Die 25-Mann-Besatzung überlebten die Bruchlandung unverletzt und wurden 9 Tage nach dem Crash von Spezialtruppen zu Fuß zur nächsten alliierten Basis geführt. Im Jahr 1992 wurden die Flugzeuge unter einer fast 100 Meter dicken Eisschicht durch eine Expedition lokalisiert. Einer der P-38-Jäger wurde mit Hilfe von Heizplatten aus dem Eis befreit und restauriert. Jetzt hat sich der kalifornische Geschäftsmann Jim Salazar mit einer neuen Expedition aufgemacht, die restlichen Flugzeuge des als Lost Squadron berühmt gewordenen Einsatzes aus dem Eis zu bergen und als Attraktion auf Flugschauen zu präsentieren. Der Mount Everest forderte seine Opfer. Mit über 8.800 Metern ist der Mount Everest der höchste Berg der Erde.
Er ist das Ziel vieler Expeditionen und der ultimative Traum für jeden Bergsteiger. Seit seiner Erstbesteigung im Jahr 1953 haben Tausende den Gipfel der Welt bestiegen. Seitdem Reinhold Messner im Jahr 1978 den Everest ohne Sauerstoffgerät bezwang, hat sich ein Expeditionstourismus entwickelt und hunderte von Bergsteigern versuchen sich jährlich an dem Berg. Aber am Everest sind seither auch viele Expeditionen gescheitert und Menschen verloren ihr Leben. Insgesamt starben über 200 Bergsteiger. Ihre Körper sind teilweise in Eis konserviert. An manchen von ihnen muss jeder auf dem Weg zum Gipfel vorbei und ihre gefrorenen Körper dienen als unheimliche Wegzeichen. Der bekannteste ist die Leiche, die nach ihren Schuhen als Green Boots bezeichnet wird. Bei Green Boots handelte es sich wahrscheinlich um den 28-jährigen Soldaten Tswewang Palyor, der im Jahre 1996 Teil einer indischen Everest-Expedition war. Er verlor den Anschluss an seine Gruppe und gilt seither als vermisst. Das Tragische an seiner Geschichte ist die Tatsache, dass mehrere parallele Expeditionen die Stelle passierten, ohne dem Sterbenden Hilfe zu leisten. Ob aus Absicht oder Unachtsamkeit bleibt offen. Inka-Kinder als Opfer für die Götter. Die Inka beherrschten große Teile Südamerikas, bevor die spanischen Eroberer mit Waffengewalt und eingeschleppten Krankheiten die Hochkultur im 16. Jahrhundert vernichteten. Zurück blieben ihre verlassenen Städte und Tempel als Zeugnisse ihrer technischen Fähigkeiten und ihrer Lebensweise. Die Region der Inka kannte grausame Götter, die nach Menschenopfern verlangten, um bei Laune gehalten zu werden. Der Tötung gingen oft jahrelange Vorbereitungen der Opfer auf ihre Begegnung mit den Göttern voraus. Den Göttern geopfert zu werden, war eine Ehre für die meist noch im Kindesalter befindlichen Erwählten. Auf dem 6700 Meter hohen Vulkan Lulalako fanden Archäologen die lebensecht erhaltenen Mumien von insgesamt 3 Kindern. Das älteste war ein Mädchen im Alter von 13 Jahren. Aus den Haaren der Opfer konnten die Wissenschaftler die Lebens- und Nahrungsgewohnheiten der Kinder rekonstruieren, die vor über 500 Jahren den Inka-Göttern geopfert wurden. Die Kinder konsumierten im letzten Lebensjahr regelmäßig Koka und Alkohol. Diese Substanzen stellten für die Inka eine Brücke zu den Göttern her. Im Moment ihres Todes wiesen alle 3 extreme Werte dieser Rauschmittel auf. Die weltbekannte Gletschermumie. Der Sommer des Jahres 1991 war in Europa ungewöhnlich heiß. In den Alpen schmolzen ganze Teile von Gletschern ab. So auch auf dem Hauslabjoch in Südtirol. In einer Senke gaben die schmelzenden Eismasse eine archäologische Sensation frei. Wanderer fanden eine Gletschermumie, die auf ein Alter von 5300 Jahre datiert wurde. Die Konservierung entstand durch Gefriertrocknung und bot einen einmaligen Einblick in die späte Steinzeit. Die Mumie wurde als Ötzi weltbekannt und seither der Gegenstand einer wissenschaftlichen Forschung. Die Kleidung, Nahrungsreste und Waffen ermöglichten detaillierte Aussagen zur Lebensweise und Schicksal des etwa 45-jährigen Mannes. Er starb an einem Schlag auf dem Kopf und wurde wahrscheinlich Opfer eines Mordanschlags. Besonders beeindruckend waren aber auch die insgesamt 61 Tätowierungen auf der Haut. Die Tätowierungen bestehen in erster Linie aus parallelen Linien und wurden durch das Aufbringen von Holzkohle auf Hautschnitte geschaffen. Italienische Forscher haben jetzt die Tätowierungen vollständig rekonstruiert und sind dem Geheimnis des Eismannes weiter auf der Spur. Späte Blüte. Am Fluss Kolyma in Sibirien fanden Forscher in prähistorischen Nahrungsdepots von Eichhörnchen Früchte der Gattung Silene stenophylla, einer Blume aus der Gattung der Leimkräuter. Diese waren von den Hörnchen vor 30.000 Jahren dort eingelagert worden und sofort gefroren. Diese Funde befanden sich bis zu 40 Metern Tiefe im Permafrost. In einem Labor des Instituts für Zellbiologie der US-Akademie für Wissenschaften konnten aus diesen Früchten nun neue Pflanzen aufgezogen werden. 30.000 Jahre nachdem sie von den Eichhörnchen gesammelt wurden, entstanden aus den Früchten neue Blütenpflanzen. Bislang lag der Rekord für die Wiederbelebung von Pflanzensamen bei 2.000 Jahren. Das Besondere an den Leimpflanzen ist ihr extrem hoher Zuckeranteil in den Zellen. Dieser ermöglichte es den Samen, die Zeit seit der Eiszeit unbeschadet zu überstehen. Leimpflanzen mit ihren weißen Blüten wachsen auch noch im heutigen Sibirien. Allerdings unterscheiden sich die Eiszeitpflanzen deutlich von den heutigen Exemplaren. Die Bedrohung aus dem Eis. Das Eis gibt nicht nur interessante Funde von steinzeitlichen Tieren und Pflanzen frei, sondern die Schmelze des ewigen Eises und der Permafrostböden hat auch eine unheimliche und bedrohliche Seite. Im Jahr 2016 kam es auf der Jamalhalbinsel in Sibirien zum Ausbruch von Milzbrand, einer Infektionskrankheit, die eigentlich als ausgerottet gilt. Die Erreger tauten in einem Kadaver eines Rentieres auf und verseuchten das anliegende Wasser. Im ewigen Eis gibt es ideale Überlebensbedingungen für Bakterien und Viren. Unter Sauerstoffabschluss und in absoluter Dunkelheit können die Lebensformen zum Teil Millionen von Jahren überleben. Wissenschaftler haben im Permafrost Erreger der spanischen Grippe und der Pocken nachgewiesen, die vor über 100 Jahren Millionen von Opfern forderten. NASA-Wissenschaftler konnten Bakterien wiederbeleben, die in der letzten Eiszeit vor über 32.000 Jahren aktiv waren. Und im Jahr 2007 fanden die Forscher ein 8 Millionen Jahre altes Bakterium, das die letzten 100.000 Jahre im Eis eingefroren war.
Dabei sind das Bakterien und Mikroben, die gegen 70% der heutigen Antibiotika resistent sind und somit fast nicht bekämpft werden könnten. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten warten auf uns durch die Erwärmung der Erde noch viele Entdeckungen und Rätsel, die bisher im ewigen Eis und in den gefrorenen Böden der Arktis und Antarktis verborgen sind. Unser Wissen über die Vergangenheit von Tieren, Pflanzen und Menschen wird dadurch erheblich vergrößert werden. Im Eis lauern aber auch Gefahren, die wir ernst nehmen müssen. Was wird auf uns zukommen? Was erwartest du an sensationellen Entdeckungen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Klick hier auf eins der Bildchen und schau dir ein weiteres spannendes Video an. Wenn dir das Video gefallen hat, zeige es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klick auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.